Hey Leute, lasst uns heute mal über ein Thema reden, was einfach angenehm ist, was nicht schwierig ist, was nicht kompliziert ist und uns vor allem auch nicht aufregt. Und zwar über das Thema Uploadfilter und das Urheberrecht. Okay, ihr habt mich erwischt. Es ist nervig, es ist schwierig und vor allem macht es mich persönlich sehr, sehr wütend. Und wir müssen über dieses Thema aber wieder reden. Jetzt. Fangen wir aber mit dem Anfang an. Was ist das Urheberrecht? Das Urheberrecht ist das verbriefte Recht von Kreativschaffenden, also Musikern, Schriftstellern und so weiter, an ihrem eigenen Werk, also Bild und Ton und eben auch geschriebenes Wort. Und dass das quasi ihnen auch das Geld bringt, was sie quasi mit ihrer Arbeit eben verdienen. Ist eigentlich ganz simpel. Ist eigentlich auch etwas, was richtig ist in meinen Augen, dass man also quasi Menschen, die kreativ etwas schaffen, also die Musik machen, die uns gefällt, die Bücher schreiben, die uns gefallen oder die Filme und Serien machen, die wir gerne anschauen, dass die eben auch ein Recht darauf haben, vergütet zu werden für die Arbeit, die sie machen. Ist vollkommen richtig, ist vollkommen vernünftig. Und das Urheberrecht, wie es in der Europäischen Union gilt, wurde 2019 reformiert. Auch das ist richtig, weil das ging eher noch um so richtig alte Technologie, also da haben wir noch von Kassetten geredet, von Magnetbändern und so weiter und so fort. Die digitale Welt mit Streaming und eben auch mit der ganzen Meme-Culture und sowas war da einfach nicht mit drin. Und dass man das natürlich reformiert, ist so weit, so gut richtig. Diese Reform des Urheberrechts in der EU kam aber nicht als Verordnung, sondern als Richtlinie. Die Richtlinie ist nichts anderes, als dass man halt einfach sagt, okay, in diesen Rahmenbedingungen, in diesen Grenzen müssen sich die jeweils gesetzgebenden Länder, wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Italien und so weiter und so fort, halt bewegen. Aber man hat Spielraum. Das heißt, die einzelnen Landesregierungen können entscheiden, was sie wie umsetzen wollen. Und das vor allem hat auch die CDU genutzt damals. Also die CDU, das ist die Partei, solltet ihr das nicht wissen, die dieses Land federführend regiert. Dass man eben gesagt hat, wir wollen keine Upload-Filter. Was ist ein Upload-Filter? Ein Upload-Filter ist nichts anderes als eine gewaltige Datenbank, die im Internet immer wieder angefunkt wird, wenn irgendjemand irgendetwas hochlädt. Und auf dieser Datenbank können Rechteinhaber Material hinterlegen, also zum Beispiel Bilder, Videos, Ton, was auch immer, und sagen, das ist von uns geschütztes Material und wenn das woanders verwendet wird, dann sperrt die Funktion, das überhaupt ins Internet zu laden. Das heißt also, ihr könnt, wenn ihr dann zum Beispiel ein Meme benutzt, wo Filmszenen drin sind zum Beispiel, oder ein Video, was einen gewissen Ausschnitt benutzt von einem anderen Film oder einer Serie, könnt ihr es einfach weder auf YouTube, noch auf Facebook, noch auf Twitter, noch auf Instagram, noch auf TikTok, noch auf Reddit, noch auf 9gag und so weiter und so fort hochladen. Das ist dann gesperrt, weil die Datenbank nämlich sagt, hier ist urheberrechtlich geschütztes Material, das darfst du nicht. Computer sagt nein. Vielleicht wart ihr selber auch Teil der Demonstrationen damals vor Corona gegen den Artikel 13 bzw. den Artikel 17, in genau diese Urheberrechtsreform quasi festgeschrieben wurde. Ich für meinen Teil war auf der Straße und habe dagegen demonstriert und ich habe das auch sehr verfolgt, weil ich es nämlich hochkritisch finde. Obwohl ich jemand bin, der als Journalist und auch generell als Kreativschaffender, ich bin ja auch Autor, durchaus ein Interesse hat am Urheberrecht. Trotzdem finde ich das, was da gemacht wird, hochgradig schwierig, verwerflich und problematisch. Nehmen wir als Beispiel mal meinen eigenen Kanal. Auch ich benutze Material von Filmen, von Serien, von Büchern, ich zitiere, ich benutze aber zum Beispiel auch eben Ausschnitte, die ich satirisch verwende, die ich etwas verfremde, einfach um entweder einen Standpunkt klar zu machen, um etwas Humor reinzubringen, einfach um es ein bisschen aufzulockern. Das findet ihr in meinen Videos immer wieder. Das wäre in meinem Fall, im dümmsten Fall, jetzt auch verboten. Ich dürfte euch also auch gar nicht mehr, obwohl ich sie satirisch verwende, dieses Material, obwohl es eigentlich heißt, dass man es satirisch verwenden darf, eigentlich genau genommen laut Upload-Filter dann auch nicht mehr verwenden, wenn ich gewisse Regeln verletze, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Danke, Zensur, Sulla. Aber nicht nur Content-Creator und kreative Köpfe sind von einer Urheberreform in Europa und auch in Deutschland wirklich betroffen, sondern ihr alle, auch ihr Meme-Lords da draußen seid davon betroffen. Warum? Weil im Endeffekt, wenn diese Urheberrechtsreform so kommt, wie sie jetzt aktuell erstmal beschlossen wurde,
dann könnte es im dümmsten Fall das Ende aller Memes bedeuten. Warum? Ganz einfach, weil nämlich festgelegt wird, dass Plattformen, die Urheberrechtsverletzungen begehen, eine gewisse Gebühr bezahlen müssen an die Urheberrechtsinhaber. Sag das dreimal schnell hintereinander. Das heißt also nichts anderes, wenn ihr zum Beispiel auf Reddit ein Meme hochladet, in dem Herr der Ringe vorkommt. Sagen wir einfach mal ein Herr der Ringe-Meme. Die sind ja durchaus beliebt. Dann ist das eine Urheberrechtsverletzung und Reddit müsste eine Strafe zahlen an das Studio bzw. den Rechteinhaber von Herr der Ringe. Krass, oder? Und wenn ihr das euch jetzt mal überlegt, wie oft Herr der Ringe-Memes hochgeladen werden im Internet, dann sind vielleicht Plattformbetreiber durchaus geneigt, vorauseilend eigentlich schon zu sagen, vielleicht sollten wir das lieber gleich sperren. Und dann habt ihr nämlich die Situation, dass ihr einfach vom Plattformbetreiber selber so ein Material nicht mehr hochladen könnt und dadurch dann eigentlich alle Memes, die Material benutzen aus Filmen oder Serien, also Bilder aus Filmen und Serien benutzen, dann tot sind. Wie viele Memes kennt ihr, die nicht Filme und Serien in irgendeiner Form benutzen? Das sind eigentlich gar nicht so viele. Um das abzufangen, hat die Regierung zumindest ein bisschen versucht gegenzusteuern und hat eine mutmaßlich erlaubte Nutzung eingeführt. Was heißt das? Man hat gesagt, man geht davon aus, dass wenn gewisse Kriterien erfüllt werden, das Material genutzt werden darf. Welche Kriterien sind das? Filme und Videos dürfen nicht länger als 15 Sekunden verwendet werden. Tonaufnahmen sind bis zu 15 Sekunden gestattet. Texte dürfen mit bis zu 160 Zeichen zitiert werden. Wenn ihr also ein längeres Twitter-Zitat habt, dann seid ihr da schon drüber. Grafiken und Fotos dürfen verwendet werden, wenn sie nicht über 125 Kilobyte sind. Und da geht's bei mir schon los. 125 Kilobyte? What the fuck? Wer entscheidet sowas? Wer sitzt da und sagt, 125 Kilobyte, das ist eine super Idee, das machen wir. Leute, im Endeffekt sagt ihr nichts anderes. Alle, die WebP benutzen, gewinnen. Alle anderen, die zum Beispiel Transparenzen brauchen, PNG-Bilder zum Beispiel, sind auf einmal gearscht oder was? Muss ich so deutlich sagen. Also ich benutze aktuell für meine Videos, weil es kostenlos ist oder beziehungsweise kostenfrei ist, DaVinci Resolve. DaVinci Resolve kann kein WebP. Wenn ich also ein JPEG benutze, dann kann das schon passieren, dass ich über 125 Kilobyte komme. Ist das jetzt urheberrechtlich Verstoß, während irgendjemand anders, der WebP-Formate einlesen kann, es nicht hat, obwohl es dasselbe Bild ist? Sorry, wer sagt denn, also wer hat denn das entschieden, bitte? Wie dumm ist das denn? Smart. Kommen wir vielleicht aber mal ganz kurz zum Kern des Problems. Warum sind eigentlich die Regierungen so dahinter, das jetzt umzusetzen? Nun, das Urheberrecht ist vor allem das Steckenpferd der großen Verlage. Ich sage ausdrücklich Verlage, nicht Journalisten, nicht Medienmacher, Verlage. Die großen Verlage, also zum Beispiel die klassischen Medienhäuser, wie zum Beispiel die Bild-Zeitung, sind da sehr, sehr, sehr dahinter, dass dieses Urheberrecht durchgepeitscht wird, weil gerade die Bild und auch andere große Verlagshäuser sehen eine große Gefahr in Google oder eben auch die Musikverlage sehen eine große Gefahr in YouTube. Einfach aus dem Grund, weil sie das nicht wirklich kontrollieren können und die Verlage bis heute keine wirkliche Methode gefunden haben, online wirklich ihre Inhalte zu monetarisieren. Das haben sie einfach bis verschlafen und jetzt kriegen sie das nicht mehr hin. Und für sie ist eine Urheberrechtsreform genau der Weg, ein scharfes Schwert zu schmieden, in das sich dann die großen Internetplattformen selber hineinstürzen dürfen. Ich sage ausdrücklich Verlage, warum? Ich als Journalist kann euch einmal ein Geheimnis verraten. Ich habe keinen Cent mehr verdient dadurch, egal, ob ein Content von mir wirklich erfolgreich wurde, ob er wirklich mehr genutzt wurde oder was auch immer. Ich habe einen Festpreis bekommen, der durch meinen Vertrag festgelegt wurde. Ich habe keinen Cent mehr verdient. Und ich habe teilweise Bilder, die ich gemacht habe, noch Jahre später in anderen Publikationen gefunden, die also weiterverkauft wurden, ohne dass teilweise mein Name noch genannt wurde. Da haben also die Verlage mehrfach an mir verdient. Ich habe davon nicht viel Geld gesehen. Ich habe meinen vertraglich zugesichertes Gehalt bekommen. Das war jetzt auch nicht super viel. Also von daher muss ich sagen, auch wenn die Verlagshäuser immer sagen, sie treten für die Journalistinnen und Journalisten ein, wirklich was dran ist da jetzt nicht. Es geht hauptsächlich darum, dass die Verlage ihre wirtschaftliche Grundlage sichern und das sehen sie am besten darin, dass sie nicht sich der neuen Herausforderung stellen, sondern dass sie versuchen, möglichst die Herausforderung zu eliminieren. Ich habe ein bisschen recherchiert zu dem Thema und zwar
habe ich eine Geschichte gefunden, die ich wirklich beeindruckend fand. Und zwar hat ein Aktivist, der Zusammenstöße zwischen Polizisten und Protestierenden filmt und dokumentiert, einen Livestream gezeigt aus einer Polizeiwache. Den hat er auf Instagram quasi gestreamt und dabei hat ein Polizist dann ganz laut Musik aufgedreht, in der Hoffnung, dass dieser Stream dann gelöscht wird, weil er gegen das Urheberrecht verletzt, weil im Hintergrund diese Musik lief. Und da sieht man mal, wie Urheberrecht und wie Uploadfilter auch funktionieren können. Also wie sie auch gegen Menschen benutzt werden können. Bei dem Computer ist es ja egal. Das ist eine 1 oder eine 0. Das ist eine Maschine, die da entscheidet. Die sagt nur, ist Verstoß oder nicht. Da geht es nicht darum, was links und rechts des Weges passiert. Dem ist es egal, ob die 0 Komma stellen. Der hat 0 oder 1. Computer sagt nein. Und das kann man natürlich massiv missbrauchen und vor allem kann jeder auf diesen Upload-Filter erstmal Inhalte hochladen und sagen, da habe ich ein Recht drauf und alle anderen dürfen nicht mehr das hochladen. Was passiert jetzt zum Beispiel, wenn irgendjemand hingeht und das Logo von Wikipedia hochlädt? Oder was passiert, wenn ich jetzt einfach mal die komplette Bildzeitung hochlade und sage, hey, ist alles meins? Ist natürlich Quatsch, aber was würde die Bildzeitung tun erstmal dagegen, hä? Wie ihr seht, das ist ein sehr, sehr schwieriges System. Die Wartung ist schwierig. Es kann missbraucht werden. Und vor allem ist das halt einfach kein freies Internet, so wie wir es uns eigentlich alle wünschen, oder? Ich muss jetzt erstmal sagen, liebe CDU, vielen, vielen Dank, dass ihr so gekämpft habt, dass der Upload-Filter nicht kommt. Nein, Quatsch natürlich, ich habe euer Versprechen gebrochen. Und ich muss echt sagen, was habe ich erwartet? Also, ich habe eigentlich nichts von euch erwartet und ich bin auch enttäuscht von der SPD, ehrlich gesagt, die euer Koalitionspartner ist. Eigentlich hätte man sich hinstellen können und zu sagen, Upload-Filter machen wir nicht. Das hättet ihr tun können. Warum tut ihr es nicht? Nun ja. Verlage haben Macht, Verlage haben Geld, Verlage zahlen vielleicht auch mal einen Wahlkampf. Ich verstehe das, aber ich finde es richtig, richtig bescheiden und ich hoffe, dass sehr viele Menschen sich jetzt wehren. Wie können wir uns wehren? Ganz einfach. Schreibt an eure Abgeordneten, schreibt an die Kandidierenden für den Bundestag, weil wir haben eine Bundestagswahl dieses Jahr, ja? Schreibt denen von allen Parteien, das schreibt vor allem auch euren Abgeordneten der CDU und sagt, was ist denn da Phase? Warum macht ihr das? Und könnten wir vielleicht da nochmal drüber reden, dass ihr das doch nicht macht? Und ihr könntet denen ja durchaus sagen, wäre ja wirklich blöd, wenn dieses Jahr Bundestagswahl wäre und wir uns mal richtig für die Upload-Filter bedanken würden. Das war's. Von mir soweit. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bitte, seid laut, beschwert euch, schreibt euren Abgeordneten, schreibt ihnen eine E-Mail und sagt ihnen freundliche Grüße und ich werde 50 Leute mobilisieren, die zur Wahl gehen und euch nicht wählen. Weil nur so könnt ihr diese Politiker wirklich davon überzeugen, dass ein Upload-Filter eine richtig blöde Idee ist und wir das eigentlich alle gar nicht wollen. Und natürlich, wenn ihr noch hier seid und noch nicht am Tippen seid, lasst mir ein Abo da, macht ein Like. Und kommentiert, ob ihr geschrieben habt, was ihr vom Upload-Filter haltet oder ob ihr vielleicht denkt, dass ich komplett falsch liege. Würde mich interessieren. Wir sehen uns bald wieder. Euer Wolfi.